Abschluss des 21. Spieltags. Die Fortuna empfing Rot-Weiß Oberhausen. Die Elf von Peter Kunkel nach einer starken Vorbereitung mit dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Die Kölner ja bereits letzte Woche mit dem Sieg bei Alemannia Aachen. Ein Wechsel im Vergleich zum Auftritt am Tivoli. Michael Kessel verletzungsbedingt nicht mit dabei, dafür Tobias Steffen im linken Mittelfeld. Rein in die Partie mit der ersten Abschlussmöglichkeit für die Gäste aus Oberhausen. Pascal Talarski zielte über das Tor von Poggenborg, 6 Minuten da gespielt. Die Anfangsphase im Südstadion aber recht schleppend. Die Fortuna mit dem ersten zaghaften Offensivversuch, keine wirkliche Gefahr für die Abwehr der Gäste. Vielmehr sollte es offensiv nicht zu sehen geben, stattdessen Abnutzungskampf im Mittelfeld. Flessers hier mit dem harten Einsteigen gegen Steffen, für beide ging es ohne Folgen weiter. Nach gut 15 Minuten die Fortuna besser in der Partie, Freistoß Steffen und dann Haas im Getümmel auf Kosten einer Ecke, die anschließend aber nichts einbrachte. Aber die Fortuna besser drin in der Partie, viel ging dabei über die linke Seite. Tobias Fink schaltete sich immer wieder mit ein, dann über Andersen der Ball in Richtung Tobias Steffen. Steffen auf dem Weg zur Grundlinie, seine Hereingabe kann Kraus aber nicht auf das Tor bringen. Die Chance immer noch heiß, Sievers und dann Kühn ohne Probleme, das Ganze in Minute 19. Nächster Beleg der guten Kölner Phase, nur 2 Minuten später, früher Ballgewinn und dann Sievers mit dem Schuss. Das Ganze aber keine Herausforderung für Philipp Kühn. Auch wenn es keine allzu großen Chancen gab, die Fortuna, sie war jetzt klar am Drücker. Oberhausen kam nur schwer aus der eigenen Hälfte, Eckball und dann Flottmann mit dem Schussversuch geblockt von einem Oberhausener, anschließend Steffen und dann Fink aus dem Rückraum, sein Schuss aber komplett missglückt. Oberhausen kann das Ganze dann klären. Trotzdem, es war zähe Regionalliga-Kost, die gut 2000 Zuschauer hier im Südstadion zu sehen bekamen. Jetzt das Duell zwischen Steffen und Haas, das Ganze aber zu wenig aus Sicht des unparteiischen Torben Siever. Von Oberhausen offensiv relativ wenig zu vermelden, jetzt mal Weigelt mit dem Freistoß und dann Novak knapp am Pfosten vorbei, beste Möglichkeit, trotzdem das 0:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel die Fortuna mit mächtig Dampfeckball und dann kann Oberhausen im letzten Moment vor dem Einschuss bereiten, Aydok muss klären, 47 Minuten da gespielt, aber die Kölner, sie erhöhten jetzt die Schlagzahl, 2 Minuten später Steffen mit dem Freistoß, das Ganze aber etwas zu hoch angesetzt. Die Fortuna aber, sie blieb hier weiter dran. Christopher Andersen mit dem starken Ballgewinn, der dann anschließend in den Oberhausener Strafraum marschiert. Kraus mit Problemen bei der Ballannahme und dann Zinke aus dem Rückraum. Das Ganze zu harmlos, da war deutlich mehr drin. Somit also keine Belohnung für die Kölner, stattdessen andere Seite Eckball und dann Jörn Novak mit dem 0:1, der Innenverteidiger. Wie in der ersten Hälfte wieder mit aufgerückt bei einem Standard, hier markiert er die etwas überraschende Führung der Gäste. Das 0:1, ein Dämpfer im Südstadion. Die Fortuna hatte merklich zu knabbern am Gegentreffer. Sievers mit dem Ballverlust und so die Einladung für David Janssen, der hier aber scheitert. Die Frage hier im Südstadion, schafft es die Fortuna erneut einen Rückstand noch zu drehen? Streit jetzt, aber dem verspringt der Ball, so die gute Abschlussmöglichkeit verpufft, 74 Minuten da gespielt. Der Glaube an eine Aufholjagd aber erschwand mit der Zeit, auch weil die Fortuna heute zu wenig Torgefahr ausstrahlte. Stattdessen missglückter Ball von Flottmann, die Chance für Janssen alles klar zu machen. Der Stürmer mit etwas Glück zum 0:2, das aus Kölner Sicht die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Trotz des Rückstands, man konnte den Kölnern die Bemühungen aber zu keiner Zeit absprechen, auch wenn man keine Mittel fand gegen die kompakte Oberhausener Defensive. Der Kopfball von Damani, kein Problem für Kühn. Oberhausen brannte hier kein Offensivfeuerwerk ab, nutzte seine Chancen aber eiskalt. Jetzt nochmal Smikac mit dem Schussversuch, Flottmann aber noch dazwischen. Es sollte nicht der Tag des besten Angriffs der Regionalliga West sein. Auch der Top-Torschütze der Fortuna, Ercan Aydokmus, erscheitert mit seinem Versuch an Philipp Kühn.
Am Ende somit die Fortuna mit der Niederlage im ersten Heimspiel der Rückrunde. Ein Spiel, das zeigt, dass die Kölner in dieser Regionalliga West wohl nichts geschenkt bekommen werden. Kommenden Samstag dann der nächste Auftritt in der Fremde. Dann geht es an die Grotenburg zum KFC Uerdingen. Nichtsdestotrotz bleibt es in den Fremden.